Put your flags up in the sky. Juggling the world. And we're So, herzlich willkommen hier am Jugend- und Leistungszentrum des Wuppertaler Sportvereins, des WSV. Und ich habe neben mir rechts den Markus Bayerz, ehemaliger Spieler und heute zuständig für das Jugend- und Leistungszentrum und natürlich den Ingo Anderbrügge. Ich kenne ihn noch, die ganz Kleinen vielleicht nicht mehr, aber UEFA Cup Held von 1997 bei Schalke 04. Erstmal herzlich willkommen. Markus, erzähl mal ein bisschen was zum Jugend- und Leistungszentrum. Wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass ihr so einen Ingo Anderbrügge hier nach Wuppertal gelotst habt? Ja, zunächst freue ich mich mal, dass wir den Ingo davon überzeugen konnten, mit uns hier das Fußballcamp in dieser Woche durchzuführen. Wie ist es zustande gekommen? Wir hatten mal lose Kontakte und wir haben uns jetzt nach der Neustrukturierung beim Wuppertaler SV eben Gedanken gemacht, wie man eben auch gerade im Nachwuchsbereich weiter nach vorne kommen kann. Und Fußballschule war immer ein Thema. Wir hatten das in der Vergangenheit schon selber organisiert. Aber jetzt nach den neuen Gegebenheiten haben wir einfach die Manpower auch nicht und wir haben einfach eine Qualität gesucht, die uns in dem Bereich nach vorne bringen kann. Und da hat der Ingo nach dem Telefonat sich sofort bereit erklärt. Fand es auch eine gute Sache. Fand auch mit dem Wuppertaler SV einen interessanten Verein und so konnten wir ihn gewinnen, diese Woche halt das Fußballcamp hier durchzuführen. Ingo, seit wann gibt es die Fußballfabrik? Seit 1997 habe ich mir auf die Fahne geschrieben, Kindern und Jugendlichen den Fußball näher zu bringen. Ich habe das schon während meiner aktiven Zeit aufgebaut und Ziel ist es, Kindern in guten Trainingseinheiten immer wieder den Fußball näher zu bringen. Und ich glaube, dass es Fußballschulen gibt, weil es keinen klassischen Straßenfußball mehr gibt. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich einsetzt. Das, was wirklich mir auch zusätzlich wichtig ist, das geht nur mit qualifizierten Trainern. Und da ist die Spannbreite zwischen Leistungsfußball im Jugendbereich und den ganz kleinen Vereinen schon sehr groß, sehr enorm. Es ist das Ehrenamt bei den kleinen Clubs. Hier beim WSV ist es schon ein bisschen anders. Da sind natürlich Trainer mit Lizenzen. Und trotzdem sind wir heute Morgen hier. Und wenn wir nicht hier wären, würden die Kinder nicht trainieren können. Also jede gute Trainingseinheit hilft, dass man sich entwickelt. Und selbst wenn die Kinder heute Nachmittag beim WSV die dritte Einheit machen, kann es auch nicht schaden. Also fleißig zu sein im Fußball ist da, glaube ich, sehr wichtig. Das kann ich mittlerweile nicht nur alleine. Wir haben über 40 Honorartrainer, die von mir noch eingewiesen werden und ein wenig ausgebildet werden auf das, was ich sehen möchte. Und ja, das Motto ist bei mir Ausbildung im Fußball. Und ich freue mich, bei einem leistungsorientierten Verein zu sein, denn das ist nicht üblich. Die machen es meistens in der Regel selbst. Aber man kann sich auch durchaus Fußballschulen dazu kaufen. Das macht die Industrie, dass man sich gewisse Dinge dazu holt, wenn man es nicht selbst gestemmt bekommt. Und insofern ist das eine tolle Zusammenarbeit für beide Seiten. Ich habe gehört, man kann sich auch richtig weiterentwickeln. Das heißt, also macht man dieses Fußballcamp jetzt hier mit, dann hat man guckt man mit Argusaugen drauf und diejenigen, die hier wirklich richtig Leistung bringen, also richtig gut sind, die kommen dann, so in eine Art Bestencamp. Das heißt Bestencamp. Also seit 4 Jahren haben wir das Konzept ein wenig modifiziert und versucht zu verbessern, um nicht nur wieder ein Jahr zu warten, dass Kinder zusätzliches Training bekommen. Der Vereinssport ist da zu 80-90% natürlich gefordert. Aber wir machen seit 4 Jahren eine Sichtung für uns und einmal im Monat haben wir ein Bestencamp. Wir haben in Deutschland 4 Standorte, um auf diesem Niveau der Besten, vielleicht ist es eine Art Kreisauswahl, wieder bessere und schärfere Trainingseinheiten durchzuführen. Und aus 10 Bestencamps gibt es einmal im Jahr das Elite-Camp. Und es soll immer unterstützend sein zum Verein. Und wer uns mal einmal gesehen hat, der merkt, dass wir dem Verein nichts wollen oder den Vereinstrainern erklären wollen, wie Fußball geht. Ich glaube, jeder kann von jedem etwas dazulernen und mir ist wichtig, dass Kinder viel, viel trainieren und viele Ballkontakte haben, viel Basisübungen machen. Und das ist die Philosophie der Fußballfabrik. Okay. Markus, ich gehe mal davon aus, dass dieses Fußballcamp dann sicherlich auch in Zukunft wiederholt werden sollte hier beim WSV. Und können wir da schon mal irgendwas zu sagen? Ja, ich hoffe doch. Das war jetzt mein Start. Das ist sozusagen Pilotprojekt jetzt hier für den Wuppertaler SV, aber wir wollen es fest installieren. Ich denke, dass wir einfach das, was der Ingo sagt, eine hohe Qualität uns letztendlich dazu kaufen, dazu holen. Und ich glaube auch, dass der Standort hier an der Nevigeser Straße dafür prädestiniert ist. Und wir würden uns freuen, wenn wir das eben ab sofort standardisieren. Das heißt, das nächste Fußballcamp angedacht von uns ist jetzt in den Osterferien. Man muss mal sehen, 1 Woche oder 2 Wochen. Aber wir wollen es schon so haben, dass wir ab sofort mit dem Ingo zusammenarbeiten. Und ich denke schon, dass es die Kinder einfach nach vorne bringt.
Also Wuppertal, bleibt dran, schaut auf der Internetseite vom WSV nach oder auch auf der Internetseite von der Fußballfabrik und ihr werdet dort dann sehen, ja, nächstes Jahr in den Osterferien, vielleicht jetzt schon mal vormerken und in den Kopf schreiben und ja, ich wünsche erstmal hier den Kids viel Spaß und ja, alles Gute und wir sehen uns bald.